Gerade höre ich, dass der amerikanische Autor Tom Clancy im Alter von 66 Jahren gestorben ist. 66 Jahre ist kein Alter und ich war jetzt mal kurz im Keller und in meinem Archiv und habe mal geschaut. Ich habe auch einiges an Tom Clancy Büchern. Große Literatur ist es ja wirklich nicht gewesen, aber es war für mich total nette Unterhaltungsliteratur. Und es begann bei mir natürlich, glaube ich, mit dem Klassiker, den alle hier gelesen haben. Hier Jagd auf Roter Oktober, das war für mich der erste Tom Clancy, den ich gelesen habe und hat mir super gefallen. Es war ein richtig schöner Thriller, der ja dann auch später verfilmt wurde, mit Sean Connery quasi als ja, der Hauptmann der Ruskis, mit ihrer Ivan als gute Sache. Dann hat Harrison Ford, glaube ich, mitgespielt in den Nachfolgebänden, eben, was wir dann gesehen haben, Die Stunde der Patrioten und andere Geschichten. Tom Clancy war für mich extrem faszinierend, weil er sehr, sehr viel Militärmaterial hier gebracht hat, mit militärische Informationen gebracht hat. Und ich habe hier mal hier diese Geschichten Befehl von oben, Red Rabbit, Operation Rainbow. Hier hat Tom Clancy den 11. September zum Teil vorweggenommen. Es war immer extrem spannend, diese Sachen zu lesen. Die neueren Sachen, dann habe ich nicht mehr so stark verfolgt. Hier diese Tom Clancy's Net Force fand ich eher schlecht, wenn ich ehrlich bin. Es ging noch diese OP Center, Operation Center. Da habe ich noch einige Bücher von dieser Reihe, aber eigentlich auch nicht mehr so toll. Die hat er dann ja zusammen mit jemand anders geschrieben. Hat mir eigentlich nicht mehr gefallen. Diese Geschichten fand ich auch schrecklich. Powerplays war auch nicht mehr meine Art, wie ich Tom Clancy lesen wollte. Für mich war Tom Clancy eben Red Rabbit, Befehl von oben oder Jagd auf Roter Oktober und diese Geschichten. Das fand ich super spannend. Er war ja auch Fachbuchautor für Panzer und für Flugzeugträger und für Marine. Ich glaube, Reagan und Bush haben ihn immer wieder als Berater hergenommen. Er war auch Mitglied der National Rifle Association und hat auch ja, diese Meinung sehr, sehr stark verteidigt. Also Tom Clancy war sicherlich nicht ein großer Intellektueller, aber er war ein schöner kalter Krieger und zumindest im Literaturbereich hat dieser kalte Krieger mir Spaß gemacht. In der Realität wahrscheinlich nicht. Schade, dass er jetzt mit 66 Jahren verstorben ist. Ich habe in seinen Büchern immer gedacht, er war ein großer Militär, aber er war nie beim Militär. Er war Versicherungsagent und hat eigentlich nie gedient gehabt. Ich glaube, er hat das gleiche Problem gehabt wie ich. Eben die schlechten Augen. Er war ein großer Brillenträger und wenn man die Bilder von Tom Clancy anschaut, sieht man immer die dicke, dicke, dicke Brille. Was interessant war, Tom Clancy war ja nicht nur im Literaturbereich interessant oder eben im Filmbereich, viele Filme, sondern er hat auch natürlich den Videospielsektor beeinflusst. Es gab extrem viele Tom Clancy-Spiele, taktische Spiele, Rainbow Six, glaube ich, hieß eins der großen Spiele. Ich habe auch andere PlayStation-Spiele von ihm oder mit ihm. Die waren taktisch auf ganz, ganz vorne mit dabei und waren auch immer große Verkaufsrenner. Also auch hier hat der Name, das Markenzeichen Tom Clancy, ja, viel Geld verdient. Ich glaube, Tom Clancy selber hat mit den Spielen nicht viel anfangen können. Also er hat auch nicht programmiert, er hat einfach seine Marke hergegeben, seinen Namen hergegeben dafür. Die Bücher hat er ja selber geschrieben, die späteren Bücher immer noch in Kooperation mit jemandem. Ich weiß allerdings nicht, wie man ein Buch in Kooperation mit jemandem schreiben kann. Also, wie gesagt, schade, dass er tot ist. 66 Jahre, viel zu kurz. Tom Clancy, gut war's. Spaß hat's gemacht. Danke.